In den Anfangstagen des Jahres 1523 zog das kleine Züricher Heer über die Alpen zurück, das wunderlicherweise dem Papst Land und Leute gegen Frankreich geschützt hatte, während in der Heimat schon das Evangelium gepredigt wurde. Unter den Soldaten war ein junger Bauer aus dem Oberland, Hans Ligier. Ihn trieb es, seine Verlobte aus Kindertagen wiederzusehen, die Ursula. Bist denn du wirklich die Ursula? Und so groß und schön bist du geworden. Wollte Gott, ich wäre schön. Ich würde es dir gerne gönnen. Und was bleibt von euch Propheten, wenn ein Felsstück auf euch kracht? Du Arschloch! Geh nur und erfahre. Du sollst sittlich sein. Du sollst die anderen Weiber in Ruhe lassen. Drum küsse mich, Herr Gabriel. Und gut sein. Und ehrlich sein. Und du sollst fleißig sein.